So, herzlich willkommen zu The Witch House. Und auch herzlich willkommen zurück zu eigentlich, ja, Zero den Videos. Also, ich bin wieder zurück von Barcelona und ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt hatte, aber ich hatte ja leichte Probleme mit The Witch House, weil Bandicam mir nicht den Ingame-Sound aufgenommen hat. Was ich immer noch ein bisschen scheiße finde, aber gut, dem ist jetzt so, ich kann es jetzt nicht ändern. Ich kenne leider das Spiel jetzt auch soweit, aber ich werde es trotzdem einfach nochmal spielen, damit ihr es auch komplett habt. Komplett mit meiner fabelhaften Fantastik, ja, Stimme. Okay, alles klar. Lass in vier Räumen einen Ton erklingen. Genau das machen wir auch jetzt. Ton Nummer 1. Miau! Genau so. Okay. Wir müssen vier Tönchen erklingen lassen. Oh, wir müssen jedem Bündchen ist ein. Ja, nein. Hallöchen, du Suppenkasper. Tagebuch der Hexe. Lesen. Seitdem habe ich alle Freunde X, die zu meinem Haus kamen. Sie wurden alle vom Haus verschlungen. Nom, nom, nom. Aber es war nicht genug. Ja, okay. Wir haben hier so ein paar Hinweise. Auf dem Küchenwagen sind Tassen und Untertassen. Fliegende Untertassen, wenn sie wirft. Lass die Spieluhr mit der 12 erklingen. Wir müssen ja teilweise relativ vorsichtig sein und auch auf die Hinweise gut achten, denn so ein paar Sachen töten uns. Blaue Augen, starren auf das Notenblatt. Erstmal hier, die Tür öffnet sich nicht. Ein großer Kürbis. Ein ausgehöhlter Kürbis mit einem eingeschnitzten Gesicht. Mal klopfen. Mach kein sonderlich lautes Geräusch. Können wir hier mal drauf klopfen? Mach kein sonderlich lautes Geräusch. Können wir hier mal drauf klopfen? Oh. Das hat ein Geräusch gemacht. Gucken wir mal. Guck mal da. Und oh, eine Lampe leuchtet. Aha, okay. Wird gespeichert. Ja, ihr habt gesehen, da waren noch ein paar alte Safe Games übrig. Das Lustige war, gegen Ende bin ich sogar durchgelaufen. Die. Ein Gemälde einer blonden Frau. Ich muss immer noch vage überlegen. Es ist eine Weile her seit dem letzten Mal. Immerhin war es noch vor Barcelona, bevor ich weg war. Was warst du denn nochmal? Ich kann die Sonne sein, ich kann Sand sein und auch ein Vogel kann ich sein. Was bin ich? Hier habe ich mich letztes Mal Try and Error-mäßig wirklich durchgeraten. Ich hatte nachher nur noch eine Möglichkeit. Das war mein Problem. Ey, wir lesen es nochmal. Ich kann die Sonne sein, ich kann Sand sein, ich kann auch ein Vogel sein. Was bin ich? Du bist die Zeit. Mann. Eine Frau. Nein. Eine Pflanze? Nein. Kann ein Stuhl? Spiegel kann auch aus. Eine Uhr. Eine Uhr. Eindeutig eine Uhr. Richtig. Ein Drehschlüssel ist herausgefallen. Drehschlüssel der Dame erhalten. Und mit diesem Drehschlüssel müssen wir jetzt nämlich eins machen. Wir müssen hier durchrausen. Nochmal speichern. Ganz wichtig, immer speichern. Da war. Das. Hä? Das habe ich das. Die Tasse ist zersprungen. Das habe ich das letzte Mal nicht gesehen. Der Schlüssel fehlt. Nicht abspielen, wenn wir sie abspielen ohne den Schlüssel. Dann sterben wir ein bisschen. Du hast den Drehschlüssel der Dame in das Schlüsselloch eingesteckt. So. Ich mag die Musik. Deswegen dachte ich, ich lasse euch kurz mal klingen. Okay. Boing. So, damit haben wir zwei Töne. Wir brauchen insgesamt vier. Geht da nächste Kerze an?
So, was haben wir denn hier als Tipp gehabt? Blaue Augen starren auf das Notenblatt. Und wir haben hier Gemälde einer dunkelhaarigen Frau. Grauhaarige Frau. Rothaarige Frau und eine Blonde. Und wir sehen die Uhr, sie läuft nicht. Und sie steht jetzt in der Mitte. Und wir können hier hingehen und uns den Stuhl hinschieben. So kommt man schon mal ran, allerdings fehlt uns noch was. Was haben wir denn hier? Tisch liegen ein paar Spielkarten. Gucken wir mal da drüben. Ich will noch mal alle Hinweise auch finden, damit ihr auch sieht, wie man drauf kommt und wo euch auch nachvollziehbar ist. Ja, ich bin auch so neben der Kappe. Ich laufe die ganze Zeit an einem Raum vorbei. Dem hier. Ich will's mal gezeigt haben. Ich will's wenigstens mal gezeigt haben. Was passiert, wenn ich ungeduldig bin? Auf dem Flügel, auf dem ein Flügel, ja, auf dem Notenständer liegt nichts. Eine Melodie spielen. Das war wohl der rote Ton. Wo ist denn die F12-Taste? Da. Danke. Den dürfen wir nicht so einfach betätigen, den Flügel. So, was haben wir denn hier? Du brauchst nicht zu spielen. Du darfst nicht spielen, trifft's eher. Ein Buch mit dem Titel Augenforschung. Lesen. Verschiedene Menschen haben auch verschiedene Augenfarben. Über die Augenfarben der Frauen aus dieser Gegend wissen wir Folgendes. Die Augenfarbe einer Frau hängt von ihrer Haarfarbe ab. Die vier Haarfarben sind grau, schwarz, blond und rot. Es gibt auch nicht mehr. Nö, das sind die einzigen vier Farben. Wenn ich genauso überlege, glaubst du es? Na, egal. Ja, ob braun noch zu blond zählt, egal. Die vier Augenfarben sind braun, grün, blau und rot. Grauhaarige Frauen haben oftmals rote und braune Augen. Also tun grauhaarige Frauen schon mal nicht in Frage kommen. Denn laut dem einen Schreiben müssen wir blauäugige Frauen, blauäugige finden. Egal. Also grauhaarige Frauen haben rote oder braune, nicht? Ah, grauäugige Frauen haben rote Augen und braunäugige haben entweder blondes oder rotes Haar. Sprich, grau, rot und blond scheidet aus. Grau, rot und blond scheidet aus. Dann bleibt eigentlich nur schwarz übrig. Und was hat man hier da stehen? Blaue Augen starren auf das Notenblatt. So, und ich will jetzt unbedingt nochmal speichern. Denn. Da ist ein weißes Blatt in einem Riss in der Wand. Ich finde es immer dumm, dass wir hier keinen Hinweis sehen. Okay, wir haben theoretisch einen Rätselhinweis, aber. Egal. Herausziehen. Ein Notenblatt erhalten. Schlagen. So. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ein zerknittertes, entstelltes Gemälde. Die Frau ist nicht mehr darin. Denn wir haben ihr die Fresse poliert. Ich erschrecke mich immer noch. Alter Schwede. So, okay. Wir haben das Notenblatt. Mit dem Notenblatt machen wir jetzt nämlich eins. Wir gehen hier hin. Und wir Gegenstände platzieren. Du hast die Musiknoten auf dem Notenständer gelegt. Nichts tun. Der Flügel scheint von selbst zu erklingen. Ein Drehschlüssel fiel aus der Vase. Drehschlüssel des Königs erhalten. Oh, schon wieder so eine schöne Melodie. Oh, ich mag das. Ich finde das toll. Ist blöd, dass ich nicht sehe. Oh, ich glaube, ich nehme schon 9 Minuten auf. Oh, das ist ja der Hammer. Ich glaube, da habe ich fast das ganze Stockwerk innerhalb von, ja, einer Folge gemacht. Okidoki. You. Wir gehen jetzt noch hin und. Zerknittert das. Gibt's wieder aufs Maul.
So, wir können jetzt hier den Drehschlüssel einsetzen. So. Falls ich ein bisschen aus der Übung bin, tut mir das echt leid. Ich war jetzt quasi eine Woche lang. Ich muss mir eine Woche lang antrainieren, wieder Englisch zu reden. Das war schon. Du hast den Drehschlüssel des Königs in das Schlüsselloch gesteckt und die Uhr aufgedreht. Zieht man? Ah, nee. Die Uhr beginnt zu ticken. Allen vier Räume klang ein Ton. Von irgendwoher kam ein Geräusch. Nice. Hallöchen, du Spanner. Hübsche Linien sitzen in der Vase. Ja. Da spannt auch keiner in den Raum rein. Nö, nö, nö. So. Dann beende ich jetzt diese Folge erstmal und sage Grüße von eurem Zero.